Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel 39 Days to Mars, ein Puzzlespiel, so viel sei verraten, auch mit der Grafik, die ihr hier schon seht. Es ist sehr schön, ich habe es von Entwickler bekommen, das Ganze kommt am 25. April 2018 raus, wird 14,99 € kosten, wenn ich das richtig gelesen habe. Und es ist auch in Deutsch, keine Sorge, die Sprachausgabe ist Englisch, aber es ist wirklich sehr unterhaltsam gewesen. Das Coole an dem Spiel ist, na, ich kann es leider nicht, ich habe keine Freunde, denn wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr das Spiel an einem Computer spielt, das ist ein lokales Koop-Spiel, dann könnt ihr den Kollegen oder der Freundin, der Frau, den Sohn, irgendwem die Tastatur in der Hand drücken und der drückt dann mit der Taste seinen Part und der andere nimmt die Maus und darf sein Part starten. Dann spielt man das Ganze hier zusammen und das ist der Clou an dem Spiel. Ich werde euch aber natürlich die Einzelreise zeigen, weil ich bin ja ganz einsam hier gerade. Und starte einfach mal. So, und darf aber meinen imaginären Freund Klaus, ich nenne ihn einfach mal Klaus, mitnehmen. Also ich muss jetzt mit der Maus drücken. Ihr seht, ich fülle meine rechte Seite und die Leertaste. Und dann habe ich meinen imaginären Freund Klaus mit dabei. So, wir starten mal ein Einzelspiel. Ich werde ein Spaceship bauen und explore Mars. Jolly good. Have a nice voyage. Ich baue ein Raumschiff und fliege zum Mars. Alles klar, schöne Reise. Etwas später. So. Today we depart. We need nothing except our courage. And perhaps a map. Und vielleicht eine Karte. Gut, das Schwierige an dem Spiel ist, dass ich ein Embargo habe. Ich darf euch nur die untere Ebene zeigen. Oben im Himmel werden wir natürlich das Raumschiff finden, mit dem wir zum Mars fliegen. Oder das Schiff, nenne ich es einfach mal. Und ja, das darf ich noch nicht zeigen. Das Embargo fällt am 24. April. Und ich glaube, ich werde ein kleines Let's Play daraus machen. Da habe ich irgendwie richtig Bock drauf, weil es mir wirklich gefällt. Und ich mich dabei richtig entspanne. So, wir können mit Maus und Tastatur so point-and-click-mäßig rumlaufen und uns verschiedene Dinge angucken. Hier ist die Tür und die Katze, die läuft mir automatisch hinterher. Ist jetzt kein imaginärer Freund? Nein, wenn wir als Team im Koop lokal spielen würden, wäre jetzt der andere Charakter hier am Rumlaufen, den der andere bewegen kann dann und hinschicken kann. So, die Tür ist natürlich abgeschlossen. Das Ganze ist wirklich schön gemacht. So, wir können mal hier den Schrank angucken und dann sehen wir hier Katze und ich. Haben doch ein Rätsel gefunden. Gut, jetzt ist es das, was man zusammen machen muss. Man muss sich einfach nur hin und her laufen. Mein imaginärer Freund ist jetzt hier die Hand. Man könnte, glaube ich, auch einen Controller anschließen, aber ich nehme jetzt ja die Tastatur, weil das einfach praktischer für mich ist. Die Katze kann jetzt das Ding greifen und ich mit der Maus. Und wir können es dann ausrichten. Ne? Er sagt, wo er das hinhaben will. Das muss ich jetzt zusammen hinkriegen. Und ihr seht, das geht auch ganz gut alleine. So, die Musik ist ein bisschen laut. Es gibt keine Lautstärke-Konfiguration. Aber es macht nichts. Ich habe gerade schon ja eine Aufnahme gemacht, wo ich dann erst das Embargo gelesen habe. Und da war ich schon oben im Raumschiff. Okay. Deswegen weiß ich, auf welche Rätsel kommen, aber sie lassen sich immer unterschiedlich lösen. So. Tatze. So, wir haben natürlich jetzt hier ein Puzzle bekommen. Und müssen die Teile zufügen. Ne, wir können auch ein Einzel greifen, natürlich. Und wir sehen auch hier die Linien, die schon mal verraten, wo was hinkommt. Ups. Und das Gemeine an dem Puzzle ist, ich weiß es ja schon, das sind keine einfachen Seiten. Also das ist nicht wirklich so einfach, das zusammenzusetzen. Werdet ihr aber auch gleich sehen. So. Schon fast ein bisschen traurig, die Musik, ne? Aber ist völlig in Ordnung. Naja, man sieht ja auch, dass es nicht passt. So. Na, da geht ja eigentlich eine Linie rein. Da wird das bestimmt die hier sein. Katze halt fest. Kumpel Katze. So, ich will mein erstes Puzzleteil doch nur zusammenkriegen. Das war's auch nicht. Ah, okay, ihr seht, das ist nicht einfach. Aber auch ziemlich witzig gemacht. Also zusammen macht das bestimmt richtig viel Spaß am Computer. Ne, wir haben hier eine Ecke. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es zusammengesetzt wurde. So. Ach, guck mal hier, das wird wahrscheinlich oben links sein. So. Und jetzt habe ich, oh, aus Versehen einen zusammengepackt. Okay. Das wird dann unten sein. Oder wie, oder was? Guck mal hier, die Krake. Die Krake nehme ich mal. Die wird wahrscheinlich richtig rum hingehören. Aber die hat noch keinen Kontakt. So.
Es ist ein bisschen schwer zu koordinieren tatsächlich, die andere mit WASD und gleichzeitig eine Maus zu steuern. Es ist jetzt nicht so unendlich schwer. Aber das Ganze ist natürlich auf einen lokalen Koop ausgelegt. Oh, ich finde das aus, als ob das passt. Verarsche. So, den sehe ich schon, wo der hin muss. Das war jetzt auch ehrliche Sachen Zufall. So, irgendwas müssen wir mit den Linien hinkriegen jetzt hier. So. Nee, das sieht ja scheiße aus. Hätte doch passen können. Das sieht nicht so aus, als ob das zusammen gehört. Ups, rechte Maus hast du gedrückt. Aber so kommt man hier auf der Spielzeit schon. Oh. Okay, Kraken. Ah, Kraken kommt da ran. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Das kann ja nur noch da sein, ne? Ja, es war da. Greifen. Das ist ja schon ein bisschen gemein gemacht, ne? Also, ihr seht, das sind ja nicht mal wirklich überlappende Teile. So, Katze. Bewegt sich aber trotzdem ein bisschen mit, obwohl ich nichts mache. Also, ich kann sie noch ein bisschen ziehen. Die Reise beginnt da, oder... Ne, das wird der Mars sein, ne? Das ist ja die Erde, eindeutig. Dann beginnt das bestimmt bei der Erde. Oh. Man sieht sogar, wo es hinkommt. Man sieht das sogar und ich mache es trotzdem falsch. So. Getackert. Geklebt. Reingequetscht. Das ist auf jeden Fall nicht richtig rum. Oder? Eine Falte im Papier. Okay, das sehe ich. Also irgendwas muss wohin. Kleiner Tipp, die schwarze Kante. So. Das ist unsere wirklich sehr professionelle und einleuchtende Karte vom Weg zum Mars. Also Erde durch ein Asteroidenfeld, durch an einen riesen Oktopus vorbei. Keine Ahnung, was das hier ist. Da sind wir schon beim Mars. Also es wird ein Klacks. Fertig. That looks good enough. So, we can sort out the details on the way. Können uns unterwegs die Einzelheiten klären. Alles klar. So, die Tür ist natürlich immer noch abgeschlossen. Wir gehen mal hoch. Oder hier ist ja auch noch ein Rätsel. I put the power source outside, just in case it explodes again. Die Stromquelle ist draußen, falls sie wieder explodiert. Ne? Irgendwo ist ja die Stromquelle gewesen. Werden wir gleich sehen. Und hier ist ja nochmal das nächste Rätsel. Hier hängt ein Schlüssel. Den sehe ich gerade. So. Und das ist das nächste Rätsel, nur um aus dem Haus zu kommen. Hier haben wir die Kiste. Die sieht ein bisschen komisch aus. Ist aber eine Kiste. Und mit Schaltern. Das Spiel will irgendwas von mir. Ich kann es ja euch schon sagen, den schwarzen Balken genau bis hier hinkriegen. Dafür muss ich aber wieder beide Hände nutzen, was nicht ganz so einfach ist. Ich nehme schon mal so ein Schloss. Mach das mal runter. Ich werde erstmal alle aktivieren. Achso. So, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Dann können wir jetzt wieder einen wegnehmen. Und den hier auch. Und das ist eindeutig zu viel Saft, ne? Können wir den direkt wegnehmen. Selbst wenn man das schon mal gemacht hat, das Rätsel. Also so einfach ist das nicht. Muss man rausfinden. Katze. Es könnte, die könnten beiden passen, ne? Machen wir mit der Katze. Ja, da brummt's. Und? Es sind noch leichte Rätsel am Start. Mein Lieblingszylinder. Dafür kann man jetzt erstmal so dick rätseln. So, gucken wir mal. My arms aren't long enough to reach that. Da ist es, was wir erreichen müssen. Da wir ja, sofort, Entschuldigung, die Angel gesehen haben. Gehen wir mal dahin. It's a fishing rod. It's just long enough to stir a pot of tea without leaving my armchair. Okay. Perfekt, was? Kann Tee... Ziemlich witzig. Und das ist natürlich nicht einfach.
einfach so geangelt. Nein, das müssen wir uns erarbeiten. Und zwar haben wir hier mit unserer Hand und unsere Katze die Möglichkeit zu drehen. Und ihr seht jetzt hier unten einen Angelhaken, der sich bewegt. Und das wird jetzt richtig tricky. Ich mache das alles ohne Katze. Hä? Die Katze von mal da hinten. Denn der Schlüssel liegt da unten rechts. Ihr seht ihn. Und das wird gleich richtig anstrengend. Keine Sorge. So einfach lässt uns das Spiel das nicht schaffen. Also Physik spielt hier auch eine große Rolle. Ich glaube, ich schreie ganz schön, weil die Musik so laut ist. Aber das liegt wahrscheinlich eher an meinem Headset, dass das so laut ist. So. Ich angel mir den Schlüssel. Und jetzt geht's langsam los. Alles wird sich bewegen. Alles wird sich bewegen. Und wir dürfen nichts berühren. Was wir dürfen, müssen jetzt natürlich... Warum komme ich nicht tiefer mit der Maus? Ich darf nur hier oben. Also ich komme nicht tiefer. Also wir dürfen hier nichts Weißes berühren. Hier muss man jetzt sehr, sehr flink sein. Boah. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Aber ich habe es tatsächlich auch vorhin beim ersten Mal geschafft. Oh. Wunderbarer Schlüssel, kommt zu Papa. Da ist einfach viel Spiel mit drin in der Leine. Wow. Ja, ja, es wird immer gemeiner. Nein! Komm, Angel. Für was braucht man sonst eine Angel, außer für Schlüssel holen? Das war ja zum Scheitern verurteilt. So, schwenk mal, was auch immer du bist. Ah, guck mal, Kinderspiel für mich. Kinderspiel. Aber sehr schön gemacht, ne? Bup. It's an ornate key made out of cast iron. Ein kunstvoller Schlüssel aus Gusseisen. Und man sieht, das gibt es tatsächlich hier, das Level, ne, wo wir durchgegangen sind. So, dann haben wir jetzt das schwerste Rätsel der Rätsel gelöst. Wir dürfen das Haus verlassen. Und er macht sie einfach auf, die Tür. Wer hätte das gedacht? Kein Rätsel. So, hier ist der Energie. Knüppel, bumm. Und damit haben wir einen Stromkasten aufgemacht. Was haben wir denn noch Schönes hier? Einen Hydranten. Die wir einfach aufmachen können. Und auch wieder zu. Nur für alle Fälle. So, und ihr seht, da geht's hoch zum Schiff. Ich darf euch ja nur die erste Ebene zeigen. Hier haben wir ein Rätsel. Um das Schloss zu öffnen. Es ist absolut... I invented a volatile helioscopic password generator to find the correct combination. Ich brauche hier einen Zufallsgenerator, was? Passwortgenerator. Ich muss jetzt nämlich hier hin. Also anfangs, wenn man das noch nicht gespielt hat, erkennt man noch nicht, was das ist, ne? Also es ist aber ein Aufzug. So viel kann ich sagen. Ich komme aber nicht an diesen unendlich schweren Zaun vorbei. Aber wir haben ja da hinten noch ein Rätsel freigeschaltet. Mit Energie. Wir rennen mal hin. Er hat auch nur einen Typ entwickelt. Und dürfen uns jetzt da durchquälen. Das ist richtig schwer. Wir haben hier Kontakte, nenne ich sie mal, die nicht überall hinpassen. Das könnte man jetzt schön zu zweit machen. Ich glaube aber, wenn man das zu zweit macht, müsste eine wirklich Pause machen. Wir schalten halt irgendwelche zwei Kontakte zusammen, von denen nach denen, und sehen hier auf eins einen Kreis. Ich zeichne mir das am besten mal auf. Und das muss ich zugeben, es ändert sich immer. Ich hatte vorher einen Mond. Sonst hätte ich jetzt beschissen ohne Ende, aber das kann ich gar nicht. Es ändert sich beim Neustart. Einfach nur Kreis. Jetzt ist man bemüht, dieses komplette Rätsel zu lösen. Ich gucke gerade, hier ist noch nichts zu lesen. Aber es ist im Endeffekt, dass man alle irgendwann mal gefunden hat. Na, ich komme oben ja nicht dran. So. Und es gibt mit Sicherheit Kombinationen. Zwei. Ist Viereck, Viereck.
So. Blödsinn. Ich habe das total verknotet, ne? Kann das sein? Also man muss da irgendwie eine Grundordnung reinkriegen, weil hier ist der längste. So. Um den letzten, vierten Kontakt zusammenzukriegen, wir haben den dritten, vierten ja auch noch. Und jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Hier unten ging eine Lampe an. Das ist wirklich schwer. Wumm. Nach dem Zufallsprinzip arbeiten. Total kacke, was ich hier gemacht habe. Was sind die? Nein. So, meine Frau bringt mir da einen Kaffee. Was ist jetzt los? War über. War über. Oh, danke. So. Das sieht doch supi aus. Warum ist das nix? Also ganz so verstanden habe ich das System immer noch nicht, ne? Kontakt, 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 Kontakt. Also wir müssen gucken, wenn die. Wahrscheinlich müssen alle Glühbirnen an sein. Obwohl hier sind auch nicht alle an. Ah, 3 ist auch nochmal ein Kreis. Das ist reiner Zufall bei mir gerade. Aber ich wette, dass 90% das Rätsel so lösen werden. Kreis, Viereck, Viereck, Kreis. Na, vor allem berührt der nicht mal den hier, was mich so ein bisschen... Das irritiert, ne? Es müssen einfach irgendwie zwei verbunden werden wahrscheinlich. Ja nur rausfinden, wie das funktioniert. Oh, ich glaube, da war gerade was, ne? Ne, das war nur die Lampe, die ausgegangen ist. Man könnte es sogar so machen. Irre. Klack, klack, klack. Aber jetzt müssen irgendwas mit den beiden Kontakten auf jeden Fall zu tun haben. Ich will das mal so. Möchte das natürlich. Ich überlege gerade. Weil hier ist ja ein Gestell. Das hat ja keinen Sinn, ne? Ich taste die mal ab. Das hat nichts mit den dreien hier zu tun. Null. Drei. Das sind zwei. Also wenn da einer ein System bekannt hat, das gibt er mir einen Tipp. Er merkt, ich bin zu doof. Der sollte da rein. Muss ich wieder irgendwas gerade biegen? Ach du Scheiße. Ich finde, das sieht doch schon mal gut aus. Ich komme an dem nicht mehr ran. Guck mal, das sieht auch gut aus. Oh, ich dachte, das wär's. Also der muss auf jeden Fall scheinbar hier hin. Whoa. Hier auch überhaupt nicht. Knick, knack, knick. Uah. So. Was baue ich denn hier? Also mir fehlt immer noch der vierte. Und das könnte von vielen Zeichen eins sein, also ist nicht so leicht zu entziffern. Ist auch nicht so bescheißen, das Spiel. Kein Stück. Das musst du schaffen. Also das ist unmöglich, dass der auch noch dahin geht, ne? Boah, was für ein Gewusel. Okay, ich muss neu anfangen. So, kaputt machen. Also wenn dann da, bestimmt. Das sieht so. Jetzt komme ich wahrscheinlich auf denselben Muster wieder raus wie gerade. Der will aber nicht wirklich dahin, ne? Der da oben passt nicht. Aber sieht so gut aus. Sieht aus wie ein Sternbild. Jetzt haben wir 3 Stück frei. Also eigentlich so ein gutes Zeichen. Da! Eine 9. So, hätte ich mir auch die Zahl 4 sparen können.
Irgend so eine 9, so eine dicke. Auf jeden Fall geschafft. Er sagt mir fertig. I'm sure these symbols have a significant meaning. Maybe I should have written them down. Ja, ich hab's getan. Vielleicht hätte ich sie aufschreiben sollen. Und wenn du jetzt wieder rangehst, hat er sie aufgeschrieben. Sehr gut. Ich dachte, das habe ich nämlich letztens nicht getestet. Also was ist letztens? Ich habe es gerade aufgenommen. Leider viel zu weit. So, einmal im Menü wollte ich jetzt gucken. So, dann können wir jetzt zu dem Tor. Mit Miezekatze das letzte Rätsel lösen. Kreis. Und ihr seht ja mal, wie viele Symbole das sind. Das sind richtig viele. Da hättest du nicht einfach raten können, denn du musst am Ende einmal auf Schließen drücken, damit das öffnet. Also hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so. Ach, das erste war richtig. Kreis nochmal. Und die 9. So, und jetzt muss ich erstmal auf Schließen drücken, damit er das Schlüsselchen öffnet. We are ready to depart. So, das nächste ist das Erreichen des Luftschiffs. Und da stand ich erstmal wie ein Dover. Eigentlich ja gut, dass ich das zweite Mal aufnehme. Da muss ich mit der Miezekatze nämlich jetzt ein Rätsel lösen. Und ich dachte, was ist denn jetzt los, ne? Aber du musst halten. Und dann fällst du wieder runter. Hältst du Hu? Katze hält fest. Ich ziehe. Katze lässt los. Ich ziehe. Katze hält fest. Ich lass los. Ich drück nochmal drauf. Ich ziehe. Katze lässt los. Ich halt fest. Katze hält fest. Ich. Boah. Und ja, da wandern wir so langsam zum Luftschiff hoch. So. Und ja, an der Stelle machen wir ein Päuschen. Ich würde gerne wissen, ob ihr davon Let's Play haben wollt auf meinem Kanal. Dann schreibt das in die Kommentare. So, das ist die erste Ebene gewesen. Ja, jetzt habe ich einen Rhythmus. So, das war die erste Ebene. Sie lässt sich so fast spielen und hat Spaß gemacht. Nein, sie hat sich gut spielen lassen. Ich freue mich auf viele, viele weitere Rätsel. Up there is our spaceship, the HMS Fearful. Pieces are falling off of it as we speak. Pfandteile ab. So, und dann geht's daran hoch. Zum Raumschiff. Bis zur nächsten Folge, wenn wir davon Let's Play machen oder in dem nächsten Video von der Testzone. Bis dann.